Du weißt ja jetzt bereits einiges über die Physik, aber wir haben uns bisher immer noch darauf beschränkt, nur eindimensionale Probleme zu lösen. Das heißt, wir haben uns angeguckt, wie ein Auto von rechts nach links fährt, oder in dem Fall von links nach rechts, oder es fährt genau in die andere Richtung, oder wir werfen einen Ball zum Beispiel nach oben und der Ball kommt dann wieder runter, oder wir lassen irgendwas von irgendwo runterfallen. Das waren alles eindimensionale Probleme. Es gab immer nur genau diese eine Richtung. Entweder direkt nach oben oder direkt nach unten. Genau nach links oder genau nach rechts. Und du kannst dir ja vorstellen, auch wenn wir damit schon einen kleinen Teil der Probleme der realen Welt lösen konnten oder beschreiben konnten, sind die meisten ja dann wahrscheinlich doch eher zwei- oder eben dann dreidimensional. Und genau aus diesem Grund wollen wir heute was Fantastisches machen. Und zwar, wir werden eine weitere Dimension in unsere Physik einführen. Und zwar die zweite Dimension. Aber bevor ich dich jetzt hier großartig verwirre, fangen wir am besten ganz, ganz unten an. Wir schauen uns erstmal an, was nochmal genau Vektoren sind. Denn Vektoren helfen uns bei zweidimensionalen Problemen enorm und machen die Sache sehr, 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 sehr einfach. Also, hab wieder viel geschwafelt, fangen wir mal an zu zeichnen. Das hier ist jetzt mal unser erster Vektor, Vektor a. Wenn du dich noch erinnerst, Vektoren zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie genau zwei Eigenschaften haben. Und zwar einmal haben sie einen Wert, das ist in dem Fall immer die Länge dieses Pfeils, der den Vektor darstellt. Das ist der Wert vom Vektor a. Und die Richtung, in die der Pfeil zeigt, ist auch die Richtung, in die der Vektor zeigen würde. So, wenn wir uns jetzt noch einen zweiten Vektor dazu nehmen, nehmen wir mal einen grünen Vektor. Den zeichne ich jetzt mal hier hin. Dann nenne ich den jetzt einfach mal, das ist unser Vektor b. Na, das sieht man nicht so gut. Nochmal einen schönen Pfeil. So. Jetzt haben wir zwei verschiedene Vektoren. Und wie eben schon gesagt, haben Vektoren ja auch wirklich nur zwei Eigenschaften. Einmal haben sie einen Wert und sie haben eine Richtung. Das bedeutet auch, dass wir sie zeichnen können, wo wir wollen. Und sie bleiben trotzdem immer genau die gleichen Vektoren. Das heißt, Vektor b muss nicht genau da anfangen, wo Vektor a anfängt. Ich kann Vektor b auch hier zeichnen. Das ist auch Vektor b. Vorausgesetzt, und das habe ich jetzt natürlich nur schätzen können, dass ich den Wert, also die Länge des Pfeils und die Richtung des Pfeils genau gleich gezeichnet habe. Ich hätte Vektor b auch hier hinzeichnen können. Das ist auch Vektor b. Und genauso ist auch, ich weiß nicht, ist das hier auch Vektor a. Das heißt, wo wir unsere Vektoren hinzeichnen, ist vollkommen egal. Hauptsache, wir behalten immer die Länge des Pfeils bei. Die muss immer gleich sein und auch die Richtung des Pfeils muss immer gleich sein. So viel zu den Basics von Vektoren. Jetzt wollen wir uns aber natürlich angucken, was ist denn, wenn ich jetzt zwei Vektoren miteinander addieren möchte? Das heißt, ich möchte rechnen Vektor a plus Vektor b. Und warum wir das Ganze machen wollen, sehen wir auch gleich. Also nehmen wir doch mal an, unser Vektor a wäre jetzt hier. Na, der hat aber nicht den richtigen Winkel. Ja, das sieht schon besser aus. Das hier ist unser Vektor a wieder. Genau der gleiche Vektor wie hier und auch genau der gleiche Vektor wie hier. Sind alles genau die gleichen Vektoren. Ich habe sie nur woanders hingezeichnet. Und wenn wir die jetzt addieren wollen, können wir das natürlich einmal wirklich auf mathematischem Weg machen. Aber ich denke, zum Erklären ist die visuelle Addierung wesentlich, wesentlich sinnvoller. Also wir haben hier unseren Vektor a. Und wenn ich da jetzt den anderen oder überhaupt irgendeinen anderen Vektor drauf addieren will, in dem Fall Vektor b, dann fange ich an, den Vektor b genau da zu zeichnen, wo der eine Vektor, der erste Vektor aufgehört hat, also genau hier oben an der Spitze. Da zeichne ich jetzt, oder versuche ich zumindest, da versuche ich jetzt unseren Vektor b zu zeichnen. Das ist unser Vektor b. So, und damit sind wir schon fertig mit unserer Addition, zumindest mehr oder weniger. Wenn ich jetzt vom Anfang von Vektor a, der ist ja hier unten, zum Ende von Vektor b einen neuen Vektor zeichnen würde, nämlich den hier, na, der ist ein bisschen krumm geworden, ich versuche mich mal an der geraden Linie, naja, so ungefähr, du kannst dir ja vorstellen, was ich meine. Das ist Vektor c, dann ist das auch unsere Lösung. Das sieht vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend aus, aber ich denke, wenn du dir jetzt folgendermaßen vorstellst, dann wird das noch ein bisschen leichter vorzustellen. Denk dir einfach, dass diese Vektoren hier, also a, b und c, das sind Ortsvektoren. Das heißt, du hast am Anfang
hast du hier unten gestanden, wo a anfängt. Und dann hast du dich mit dem Wert von a, zum Beispiel, ich weiß nicht, 500 Meter, hast du dich in diese Richtung hier bewegt und hast dann hier oben gestanden am Ende vom Vektor a. Das Ende von Vektor a war ja auch gleichzeitig der Anfang von Vektor b. Das heißt, danach hast du dich in die Richtung von Vektor b bewegt, und zwar um den Wert von Vektor b, zum Beispiel, weiß ich nicht, 200 Meter. Und dein Ziel war dann hier am Ende von Vektor b. Du hättest auch aber genauso gut den kürzesten Weg nehmen können vom Anfang von a bis zum Ende von b, und das ist nämlich genau unser Vektor c. Das heißt, du hast dich insgesamt, wenn du um das a-fache in diese Richtung läufst und dann um das b-fache in diese Richtung, hättest du oder hast du genau das c-fache in diese Richtung zurückgelegt, ausgehend von deinem Anfangspunkt. Und sehr viel mehr ist eigentlich die zweidimensionale Addition von Vektoren auch nicht. Und warum, jetzt kommt wahrscheinlich die sinnvolle Frage bei dir auf, warum machen wir das Ganze, wobei hilft mir das? Wenn man sich dieses Bild hier nochmal genau anguckt und sich das alles nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dann sieht man ja, dass man sozusagen, wenn ich jetzt diesen Vektor C zuerst gezeichnet hätte, hätte ich den ja auch beschreiben können, indem ich sage, ich gehe einfach vorher, ich gehe nicht von hier direkt nach da, sondern ich zerlege den Vektor C in zwei andere Vektoren, und zwar A und B, indem ich einfach erst von da nach da gehe und dann von da nach da. Und genauso gut hätte ich auch zwei komplett andere Vektoren nehmen können. Hauptsache, der Anfang von dem einen Vektor ist gleich und das Ende von dem anderen Vektor endet auch bei diesem Ende von dem Vektor, den wir beschreiben wollen. Also, nochmal ein Beispiel, dass das anschaulicher wird. Mal angenommen, wir haben den Vektor hier. Das ist jetzt mal mein Vektor D. Dann könnte ich ja sagen, also stell dir zum Beispiel vor, du stehst jetzt hier unten und wirfst einen Ball so schräg nach oben. Also hier unten wäre der, Boden. Hier unten ist der Boden. So, und du stehst hier und wirfst einen Ball genau schräg nach oben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, geschätzt wären das bestimmt 45 Grad. Dann ist diese Bewegung an sich relativ schwierig darzustellen oder zu beschreiben, vor allem mathematisch. Deswegen macht man sich diese Eigenschaft hier oben zum Vorteil und zerlegt den Vektor D einfach in zwei Vektoren, und zwar einmal in seine vertikale Komponente. Das hier wäre dv für vertikal und natürlich auch noch in seine, welche Farbe hat man noch nicht? Nehmen wir mal ein dunkles Lila und auch noch in seine horizontale. Das heißt, wir fangen wieder hier an, wo unser Vektor auch anfängt. Das ist wieder ein bisschen schräg geworden. Ich gebe mein Bestes, es möglichst anschaulich zu zeichnen. So, und dann wäre der Strich hier unten unser D horizontal. Das heißt, statt zu beschreiben, dass du den Ball von hier nach hier geworfen hast, können wir auch sagen, du hast den Ball einfach von hier in diese Richtung um dH geworfen, um den Wert von dH, und dann ist er auch noch zusätzlich um den Wert von dV nach oben gestiegen sozusagen. Aber am besten, wir machen mal ein besseres Beispiel und dann zeige ich dir nochmal, dass das wirklich ein super, super, super gutes Werkzeug ist, weil du damit jedes zweidimensionale Problem einfach in zwei einfachere, eindimensionale Probleme zerlegen kannst. Also nehmen wir uns doch nochmal einen bestimmten Vektor her. Sagen wir, das hier ist unser Vektor a. Und sagen wir einfach, Vektor a hat einen Wert, deswegen, oder einen Betrag von 5. Die Einheit spielt jetzt hier keine Rolle. Hauptsache, wir wissen, was für einen Wert dieser Pfeil darstellt. Und die beiden Striche, die ich hier außen drum gemacht habe, sind einfach nur Betragsstriche. Das heißt, mich interessiert jetzt nicht mehr die Richtung von diesem Vektor, sondern nur der Betrag. So, dann haben wir ja eben gesagt, dann können wir das Ganze ja zerlegen, einmal in seine Vertikale. Und wenn du könntest dir ja auch ein Koordinatensystem vorstellen, machen wir das vielleicht lieber so rum. Machen wir das nochmal alles weg hier. Wir stellen uns erstmal ein Koordinatensystem vor. Unser Vektor beginnt genau da, wo das Koordinatensystem auch anfängt. Also ist das hier die y-Achse. Und genau im Koordinatenursprung fängt unser Vektor a auch an. Und das hier ist unsere x-Achse. Zack, das ist unsere x-Achse. So, dann haben wir ja eben gesagt, wir zerlegen unseren Vektor einfach jedes Mal in zwei verschiedene
eindimensionale Vektoren oder leichtere Vektoren, die wir besser beschreiben können. Und zwar einmal in die Richtung von unten nach oben oder von oben nach unten, wie man es sehen möchte. Und wie gesagt, wenn wir uns dieses Koordinatensystem vorstellen, können wir auch sagen, das hier ist a in die y-Richtung, richtig? Weil es geht ja in die gleiche Richtung wie die y-Achse. Also nennen wir das Ganze jetzt hier AY. Und dementsprechend haben wir noch eine zweite Komponente. Und das ist dann natürlich AX. Das ist die von links nach rechts. Und jetzt wirst du bestimmt schon gemerkt haben, dass wir Bewegungen, die nur von links nach rechts oder nur von unten nach oben gehen, die können wir sogar schon beschreiben. Und genau das machen wir uns jetzt nämlich auch zunutze. Wenn wir jetzt noch wissen, dass dieser Winkel hier, ich nenne ihn jetzt mal Alpha, und wundere dich nicht, dass ich jetzt hier so eine komische Zahl hinschreibe. Alpha ist nämlich 36,8699 Grad. Den Winkel, den habe ich vorher schon extra ausgelotet, damit das alles sich nachher hier schön auflösen wird. Wenn wir also wissen, in welche Richtung sich der Vektor bewegt oder in welche Richtung der Vektor hier zeigt und welchen Betrag er hat und den Winkel kennen, zu dem er auf unserer AX-Achse liegt, können wir die anderen beiden ganz einfach mit unserer Trigonometrie beschreiben. Dreiecke, wir wissen ja, dass wenn ich das hier gezeichnet habe, so wie ich es gezeichnet habe, muss das hier ja ein rechter Winkel sein, richtig? Ich habe das hier ja extra, die AY-Komponente von unserem A steht ja genau senkrecht auf der X-Achse. Das heißt, das muss ja ein rechter Winkel hier unten sein. Und ja, wie gesagt, dann machen wir uns einfach die Eigenschaften von einem Dreieck zunutze und nutzen mal das, was wir bereits in der Trigonometrie kennengelernt haben. Wir wissen also, dass wir wollen jetzt zum Beispiel, nehmen wir zuerst AY, wir wollen zuerst rauskriegen, was ist der Betrag von unserem AY-Vektor. Das ist ja ein eigenständiger Vektor jetzt hier, aber wir wissen schon, dass er Teil von diesem ganzen Vektor A ist. So, was ist der, wie groß ist der? So, wenn wir uns das Ganze jetzt erstmal nicht mehr einfach als Vektoren vorstellen, sondern ganz simpel als ein rechtwinkliges Dreieck, dann wissen wir ja, dass die Gegenkathete hier drüben, also diese blaue Linie hier, ist ja, wenn wir die Hypotenuse kennen, das gleiche wie der Sinus dieses Winkels, ist ja Gegenkathete durch Hypotenuse. Also schreiben wir es nochmal auf. Der Sinus von 36,8699 Grad ist also das gleiche wie die Gegenkathete, also AY, der Betrag von AY, die Richtung von AY kennen wir ja, durch die Hypotenuse. Und die Hypotenuse ist unser A und der Betrag davon, den kennen wir ja auch schon, der ist 5. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal 5 rechnen, dann wissen wir, dass 5 mal dem Sinus, 5 mal der Sinus von 36,8699 Grad das gleiche ist wie der Betrag von unserem AY-Vektor. Wie der Betrag von unserem AY-Vektor. So, bevor ich das Ganze ausrechne, machen wir das gleiche eben noch für unser AX. Wenn wir jetzt nicht die Gegenkathete rauskriegen wollen, sondern die Ankathete, dann brauchen wir, genau, den Cosinus. Also, ich mache mal in Rot weiter. Der Cosinus von 36,8699 Grad ist ja das gleiche wie die Ankathete zu dem Winkel. Das hier ist ja unser Winkel, der rote. Das hier ist die Ankathete, also der Betrag. Falsche Farbe. Der Betrag von AX, also diese Seite hier unten, geteilt durch die Hypotenuse. Und die Hypotenuse ist ja immer noch der Betrag von A. Also schon wieder die falsche Farbe. Also auch durch 5. Rechnen wir wieder mal 5. Dann wissen wir, dass 5 mal Cosinus von 36,8699 Grad das gleiche ist wie der Betrag unseres AX-Vektors. So, und jetzt können wir ja einfach mal unseren Taschenrechner fragen, weil das werden wir wohl alle nicht im Kopf haben. Wir fragen unseren Taschenrechner, was ist 5 mal der Sinus von folgender Zahl? 8699 und davon der Sinus. Und das ist gleich ziemlich genau 3. Also, wir wissen, dass der Ausdruck hier oben ziemlich genau 3 ist. Wir runden das mal. So, und der andere, das hier unten,
Was ist denn 5 mal dem Cosinus von exakt diesem Winkel? Cosinus ist gleich ziemlich genau 4. Wir wollen ja nicht kleinlich sein. Na, sagen wir mal, es ist 4. Und genau deswegen hatte ich den Winkel auch so gewählt, dass es halt so ein schönes Dreieck des Pythagoras wird mit der Hypotenuse 5 und dann den beiden Katheten mit jeweils 3 und 4. Und nochmal, falls du dich jetzt fragst, wofür wir das alles brauchen, stell dir einfach vor, dass hier wäre zum Beispiel ein Geschwindigkeitsvektor, der zeigt, dass irgendwas sich mit 5 Kilometern pro Stunde in die Richtung bewegt hat. Dann können wir auch einfach sagen, ah, es hat sich auch einfach mit 4 Kilometern pro Stunde in diese Richtung bewegt. Und danach, als es dann fertig war, hat es sich mit 3 Kilometern pro Stunde in diese Richtung bewegt. Das ist genau das Gleiche. Und AY und AX, die beiden Vektoren, die konnten wir vorher schon berechnen. Also berechnen wir zukünftig einfach die beiden und wissen dann, wohin dieser Vektor hier oben zeigt.